Heute beim Vegas Loop. Das ist von der Boring Company, also von Elon Musk, die U-Bahn-Haltestelle bzw. die Tesla-Haltestelle, die hier verschiedene Messecenter, Hallen verbindet. Wir werden jetzt hier eine U-Bahn-Station sozusagen runtergehen, dort uns einen Tesla setzen und in eine andere Halle fahren. Ziemlich cool, und das soll in ganz Vegas bald ausgebaut werden, und ich erzähle euch jetzt, ob das Sinn macht oder nicht. Und das ist hier keine U-Bahn-Haltestelle, Leute, sondern wie gerade schon erwähnt, wir werden jetzt da runtergehen mit den Fahrstühlen und uns an den Tesla setzen, um in eine andere Halle zu kommen. Hier sind die Hallen. Hat es gedauert, runterzukommen, und ihr seht hier schon, links und rechts sind 5 Haltestellen, wo ich aussuchen muss, ob ich Richtung Westen oder Süden fahren will, denn wir sind in der Mitte von der Messe. Es fahren Model 3 und Model X Autos, das Ganze ist komplett kostenlos, wie gesagt, und die Tunnel, wie ihr schon sehen könnt, links und rechts sind nicht allzu groß, also hüpfen wir in ein Auto rein und fahren rüber. Fahrt dort ungefähr genau eine Minute, und das Interessante ist, das war länger fast wie einfach der Weg nach unten und dass ich auf das Auto warten musste. Also eigentlich ziemlich schnell, aber aktuell ist es so, dass noch ein Fahrer drin sein muss, denn die Fahrautos sind noch nicht ganz autonom. In der Zukunft wird es natürlich so sein, dass 4, 5 Leute sich einsetzen können und einfach nur vorher auswählen, wo sie hinfahren, oder gar nicht auswählen müssen, denn aktuell gibt es wirklich nur 3 Haltestellen, aber bald soll unter ganz Vegas das Ganze funktionieren. Wieso? Macht das Sinn? Weil ich finde das ziemlich sinnlos aktuell. Eigentlich nur dann, wenn es viel günstiger ist, als U-Bahn-Haltestellen zu bauen. Und scheinbar ist es wirklich so, dass diese Tunneltechnologie günstiger und schneller erstellt werden können soll, als U-Bahnen von der Boring Company von Elon Musk. Ich bin gespannt, wie weit das ausgebaut wird. Ich finde es ganz lustig, mal zu experiencen. Aber ich habe es nicht allzu oft benutzt, denn Laufen dauert 3, 4 Minuten länger, und auf längeren Strecken würde das Ganze auch, glaube ich, länger dauern mit dem Einsteigen, Aussteigen und so weiter. Vielen Dank aber trotzdem, dass ihr hier mit dabei wart. Mein Name ist Balasch, und das war hier aus Las Vegas von The Boring Company, der Vegas Loop. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre sich noch entwickeln wird, wie viele Haltestellen wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr auf der CES noch sehen werden. Und jetzt machen wir weiter mit Neuigkeiten von der Messe selber, nicht von der Messe.